gerade. Ich hoffe, es geht mit dem Licht so. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist ein bisschen zu viel Licht, aber ja. Ich möchte mal wieder ein Shop My Stash Video machen. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie hin, ohne irgendwas fallen zu lassen. Ich fange auch als Erster mit den Augen an. So. Ich habe als Lidschattenbase, also wenn ihr sehen wollt, es sieht so aus. Ich habe als Lidschattenbase und ich habe es vergessen. So. Ich habe als Lidschattenbase meinen MAC Painterly Paint Pot oben. Aber nicht nur das. Ich zeige euch gleich, was ich noch oben habe. So sieht der aus. Schon ziemlich benutzt, wenn ihr mich fragt. Ihr wisst ja, ich benutze Grim Lidschatten oder Gel Eyeliner auch als Lidschattenbase, sonst würdet mein Lidschatten nicht halten. Und der hier ist mein allerliebstes Produkt, aber es ist bald leer. Das ist von einer Essence LA. Circus Circus hat die geheißen. Der Raise the Curtain vor. Der ist schon so staubig. Da ist schon ein riesengroßes Hitte-Pan drinnen, seit ich ihn die ganze Zeit jetzt verwendet habe. Ja, ich bin auch echt traurig. Also wenn der leer wird, weiß ich nicht, was ich als nächster verwende. Man sieht das auch voll, dass ich den echt brav benutzt habe. Dann habe ich 3 Lidschatten zusammengemischt. Oh Gott, ich hoffe, ich kriege das irgendwie hin, ohne dass die Lidschatten rausfallen. Den habe ich hier, Moment kurz, den habe ich auf dem beweglichen Lid. Dann mische ich ihn mit dem, also ich gehe nur mit dem dunklen drüber. Und dann verblende ich beide mit diesem Catrice Lidschatten. Deswegen haben alle drei, also nein, nicht alle drei, die beiden haben schon ein Hitte-Pen und da tut sich irgendwie nichts. Aber ich mag die Lidschatten sehr, sehr gern alle. Auch die Denis Frochet Lidschatten, da habe ich ja noch ganz, ganz viele davon. Dann, ich habe lauter Haare auf meinem Pulli, sehe ich gerade. Benutze ich einen MAC Lidschatten für die Lidfalte. Das ist mein MAC Club Lidschatten, da brauche ich gar nicht schauen, weil da steht auch nichts mehr drauf. Der sieht so aus, ist schon ein riesen Hitte-Pan, ehrlich gesagt, drinnen. Ich mag den total gern, ich habe den in der Lidfalte, ich verblende ihn halt noch, das zeige ich euch dann gleich. Deswegen sieht man diesen Schimmer nicht mehr so, aber er ist auch relativ alt. Das merkt man schon, dass er alt wird, aber das macht nichts. Ich will ihn unbedingt leer machen, damit ich ja mal was leer habe. So, als Blendton unter die Augenbraue habe ich einen Douglas Lidschatten, der sieht so aus. Den hatte ich, glaube ich, mal in einer Box, wenn ich mich nicht irre. Der schaut schon urabgefuckt aus. Der sieht so aus. Das ist der Noemi 02. Da ist ein riesen Hitte-Pan auch schon drinnen. Und dann zum Verblenden von dem Club Lidschatten habe ich einen alten Essence Lidschatten ausgegraben. Ich ziehe da voll, seht ihr das? Das war mal eine Kollektion, da habe ich mir damals, glaube ich, nur den Lidschatten gekauft. Oder? Ich glaube schon. Ich liebe den Lidschatten. Ich hatte den zweimal, nur leider habe ich ihn einmal fallen lassen, wo auch ein Hitte-Pan schon drin war. Deswegen bin ich so heikel auf den. Ich finde, das ist ein richtig schöner Blend-Ton. Den mag ich total gern. Der erinnert mich ein bisschen an den MAC Naked. So ein bisschen. Und ich bin stolz, dass ich da auch schon ein Hitte-Pan habe. Es geht so schnell bei mir in letzter Zeit. Im Augeninnenwinkel habe ich noch von Essence, den kennt ihr eh auswendig, den benutze ich ja schon sehr, sehr lange. Das ist der White Hype, was ja mal in dieser Black and White LA war, wo meine Cousine den schwarzen hat. Das wird auch immer größer, das Hitte-Pen. Gott sei Dank. Dann meine zwei letzten Sachen. Für die Augen zumindest. Nur nicht ganz halt. So. Nein, noch nicht ganz. Dann habe ich den Gel Eyeliner von Makeup Factory oben, den kennt ihr ja eh auswendig. Davor, bevor ich das aber drauf mache, gebe ich immer den als so, wie kann man das sagen? Weil wenn ich nur den alleine, dann, wenn ich einen Eyeliner ziehe, wische ich mir immer alles weg. Habe ich aber ein Kajal drunter, so als Base, dann funktioniert das ohne Probleme. Und ich habe jetzt aktuell den von Lancôme, den habe ich mal zu Weihnachten bekommen von der Arbeit. Der ist gut, aber ich hasse diese Dinger zum Spitzen. Weil so tut man sich total schwer, das zu benutzen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich ihn nicht mehr lange haben werde, aber ja. Und dann, wie gesagt, durch den Gel Eyeliner drüber. Dann habe ich noch zwei Produkte. Und zwar habe ich einmal von Makeup Factory den Kajal Smoky Liner 16 oben. Den liebe ich auch. Der ist schon relativ klein, wie ihr seht. Den habe ich letztes Jahr im Sommer sehr oft getragen. Den habe ich unten am Wimpernkranz. Sieht man halt nicht so gut in der Kamera. Dann auf der Wasserlinie, ich hasse diese zum Spitzen, wie gesagt, habe ich auch von Makeup Factory diesen Eyebrow, steht sogar noch drauf, Eyebrow Lifting Stick.
Sieht so aus, ist total winzig, geht mir ziemlich auf den Keks. Aber ich mag den. Der ist echt gut. Aber ich habe mir was anderes gekauft, aber dazu seht ihr im Müllerhall mehr. Dann habe ich noch zwei Mascaras, die ich miteinander mische. Zuerst gehe ich mit der Estee Lauder an meine Wimpern. Entschuldigung, ich bin urverkühlt. So. Das ist die hier. Das ist die goldene mit diesem blauen, wobei schwarz ist es eher. Mit so schwarzen Muster. Ich liebe diese Estee Lauder Mascara, deswegen habe ich mir die auch nachgekauft. Die ist, glaube ich, bald leer, weil ich habe das Gefühl, dass meine Wimpern nicht mehr so gut getuscht werden wie am Anfang. Seht ihr das? Ich glaube, sie ist leer. Auch die von Lancôme. Ich mische die, also zuerst gehe ich mit der drüber, mache so eine dicke Schicht drauf, was jetzt nicht mehr so gut funktioniert. Ich glaube, deswegen ist sie auch leer. Und dann, wobei ich auch glaube, dass die leer ist, gehe ich mit der Lancôme Mascara noch drüber. Das ist die, wie heißt die? Hypnose Doll Eyes, genau. Die hatte ich ja schon mal in so Mini-Größe. Ich habe die auch jetzt in Original, weil die habe ich zu Weihnachten bekommen. Aber ich mag die ehrlich gesagt nicht so gerne, weil die grümelt bei mir am Ende des Tages ein bisschen vom Auge runter. Aber in Kombination fand ich die beiden gar nicht schlecht. Nur habe ich das Gefühl, dass sie jetzt schon langsam leer werden. Dann will ich euch noch die Produkte für meine Augenbrauen zeigen. Das eine kennt sie eh auch schon. Das ist von MAC, das kann man nicht mehr lesen. So, also von MAC habe ich die, das kann man gar nicht mehr lesen, seht ihr das? Das ist schon so abgerabbelt, dass man das nicht mehr sehen kann. Aber das kennt sie ja von vielen, vielen Videos von mir. Ich habe das schon so lange in Verwendung und es funktioniert trotzdem noch. Es ist schon ein bisschen antrocknet, man merkt das, wenn man das benutzt, aber ich finde es trotzdem noch gut, also es macht trotzdem noch ein schönes Ergebnis. Zumindest, ich sollte mir mal wieder die Augenbrauen machen lassen, weil ich bin irgendwie unzufrieden. Ja, fixieren tue ich es mit dem Misslin Augenbrauen Gel, das heißt Brow Friends Forever. Sieht so aus, ist auch bald leer, wie ihr sehen könnt. Ich mag das so gerne, besonders wegen diesem Mini-Mini-Bürstchen, was dran ist. Ich verkaufe das auch total gerne. Also jedes Mal, wenn ich irgendwas mit Augenbrauen herzeige, zeige ich das automatisch auch her. Ich liebe das. Ich würde mir das auch auf jeden Fall nachkaufen, wenn es leer geht. Ich hoffe, dass das nie aus dem Sortiment geht, weil ich liebe das. Deswegen verkaufe ich es auch die ganze Zeit, damit es ja nicht aus dem Sortiment geht. So, kommen wir noch zu Gesicht, bevor wir die Lippen machen. Die Lippen machen wir am Schluss. Ich trage ja immer zwei Bronzer auf. Einmal den habe ich schon so lange, den kennt ihr auch von anderen Shop My Stash Videos, den New York City Bronzer in Sunny. Der sieht jetzt aktuell so aus. Ich kriege ihn nicht leer, ich kann machen, was ich will. Ich meine, ich bin froh, dass ich ihn noch so lange benutzen kann, aber es wird auch weniger. Es wird wirklich weniger, aber ich bin ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe da so gemischte Gefühle. So wie bei einem Lippenstift, den ich vor kurzem aufgebraucht habe, aber dazu im Aufgebrauchsvideo dann mehr. Ich nehme mir zuerst den, du ihn grob auftragen, also die Kontur, dann verblende ich die Kontur mit diesem Fischpinsel, weil der Fischpinsel ist der Hammer. Und dann gehe ich noch mit dem, den habe ich jetzt aktuell in Verwendung, ich weiß gar nicht, ob ich den euch schon gezeigt habe, das ist von Catrice ein Bronzer gewesen. Der sieht so aus. Da sieht man schon ein bisschen das Pfännchen durch, seht ihr das? Aber es kommt kein Hittepan. Das frustriert ein bisschen. Das frustriert wirklich, wenn da sich nichts tut. Aber man muss da durchbeißen und das dann weiterhin verwenden, auch wenn es schwer ist. Ja, als Blush-Kombi, das habe ich auch schon mal postet, glaube ich. Ich habe vor kurzem einen Blush auch leer gemacht, da war ich so stolz auf mich. Habe ich die beiden hier. Ich glaube, heute habe ich es auch geschafft, dass es nicht so viel ausschaut, außer die Seite. Ich muss ein bisschen üben, weil das Blush, das ich hier habe, das ist schon sehr, sehr alt. Deswegen gibt es nicht mehr so gut Farbe ab und manchmal doch dann zu viel. Aber als Base, ihr wisst ja, ich benutze immer einen Creme Blush drunter, habe ich das Posy von MAC. Das ist mein absolutes Lieblingsrouge auch. Da sieht man, wie groß die Kuhle schon wird. Das habe ich als erster. Dann habe ich drüber, aber ich mache das immer, ich gebe zuerst das Creme Rouge. Dann gebe ich meinen Creme Highlighter drüber, das ist von Essence der. Kennt ihr ja auch noch. Den von MAC habe ich einmal aufgebraucht. Den finde ich aber auch gut. Leider gibt es den ja nicht mehr. Der ist aber mit MAC vergleichbar. Ist jetzt nicht so gut wie der von MAC. Aber ich finde ihn okay. Für das, was der Preis ausgemacht hat, finde ich ihn vollkommen okay. Leider gibt es den ja nicht mehr. Und ihr seht, was für ein riesengroßes Hittepan ich habe. Aber das ist schon okay. Ich habe so viele Highlighter, da ist das vollkommen okay. Dann habe ich noch einen, den ich drüber gebe.
über den Creme-Produkt gebe ich dann den Puder-Highlighter drüber und den liebe ich. Also wenn der leer wird, glaube ich, werde ich weinen. Obwohl ich eh so viele Highlighter habe, aber den finde ich so, so cool. Ich habe, mir ist gerade aufgefallen, ich habe was bei den Augen vergessen, das zeige ich euch gleich. Das ist der MAC, Chez Lamé, glaube ich, spricht man aus. Der war mal aus einer Champagne-Kollektion von MAC und ich habe die Kollektion so geliebt. Ich habe da so viele Sachen gekauft. Ich habe da den rosenen Highlighter auch davon. Seht euch das Riesen-Hitte-Pen an. Ich bin auch die ganze Zeit dabei, nur hier bei der Stelle das zu benutzen. Ich liebe das. Aber seht ihr, wie komisch das ausschaut? In der Kamera sieht man das gut. Das sieht so aus, als würde das so feucht worden sein. Obwohl, ja, ich mag ihn aber trotzdem. Und er gibt so gut Farbe ab. Ich habe ihn ja jetzt, schaut euch das an. Oh, ich liebe den. Ich liebe den Highlighter. Also ich habe schon überlegt, ich habe euch das ja mal in irgendeinem anderen Video erzählt, den kurz auf die Seite zu legen und einen neuen anzufangen und da einen Hitte-Pen reinzumachen. Aber ich kann den nicht einfach, ich kann den einfach nicht weglegen. Das geht nicht. Ich liebe den. Den kann ich nicht weglegen. So. Dann habe ich noch das MAC Blush Dame oben. Das war mein allererstes Rouge, das ich von MAC gekauft habe. Deswegen ist es schon sehr, sehr alt. Und ich habe mir gedacht, wenn ich eins neu anfange, dann das von MAC. Ihr seht, ich habe da eine Schicht habe ich versucht runterzukratzen. Es hat aber überhaupt nichts geholfen. Deswegen versuche ich das jetzt aufzubrauchen. Es ist mein allerliebstes Rouge. Ich mag es total gerne. Aber ich würde stolz sein, wenn ich es schaffe, es leer zu machen. Weil ich habe das schon so lange. Dann, bevor ich jetzt euch die Lippen noch zeige, weil ich habe das vergessen, ich habe ja noch als Eyeliner drüber den Glitter-Eyeliner von Urban Decay. Das ist das Einzige, was ich in der Verpackung lassen habe, fällt mir gerade auf. Die Verpackung schaut auch dementsprechend aus, schaut euch das an. Ja, er sieht schon sehr gebraucht aus, aber er wird und wird einfach nicht leer. Er ist schon ein bisschen antrocknet, das merke ich schon. Und das Problem ist, dass unten sich das ganze Produkt sammelt. Deswegen lagere ich ihn immer so ab. Es rinnt einfach nichts runter. Aber ich werde ihm so gut es geht versuchen aufzubrauchen. Ich glaube nicht, dass ich mir den ehrlich gesagt nochmal nachkaufen würde. Ich mag ihn. Aber ich habe, glaube ich, noch ein, zwei andere Glitter-Eyeliner da, die ich noch aufbrauchen will. Ich finde ihn nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob ich mir den nachkaufen würde. Aber dazu dann, wenn es mal soweit ist. Als Lippenkombi, das mag ich nämlich in letzter Zeit total gern, so rosa Nudefarben oder bräunliche Töne, Nudefarben. Ich habe von Makeup Factory einen Lip Liner drauf, das ist der in der Farbe 53. Ich habe den sogar nochmal, habe ich gesehen. Ich muss sagen, ich mag die von Makeup Factory sehr, sehr gern. Das Problem ist halt, die Form finde ich gut, weil umso, wenn man gespitzt hat, hat man trotzdem sich noch hier anhalten können, weil das Pinselchen dran war. Die Variante gibt es aber nicht mehr. Ich glaube, die Farbe gibt es noch, aber die Variante gibt es nicht mehr. Die sehen so aus. Könnt ihr das sehen? Die Variante, die gibt es nicht mehr. Die ist aufgelassen worden und die Lip Liner sind noch neu rausgekommen. Ich kann nicht mehr reden. Ja. Den habe ich zweimal, weil den habe ich zweimal geschenkt bekommen von der Arbeit. Und dann drüber habe ich noch eine Essence Lip Cream. Ich mag den Duft von der Lip Cream. Ich habe den auch, glaube ich, noch einmal. Also diese Lip Cream habe ich, glaube ich, noch mal. Ich liebe diesen Duft von dem. Die Farbe ist auch total schön. Das war mal aus einer LE, aus so einer Herbstkollektion. Die Herbstkollektion habe ich ja geliebt. Da habe ich sogar die Lidschattenpalette. Ihr seht, da ist ein Loch drin, weil ich ihn sehr, sehr oft benutze, wenn ich Videos mache oder so. Ich will den eigentlich auch aufbrauchen, aber ich weiß nicht. Irgendwie, ja. Ja, ich habe noch irgendwo einen zweiten rumfliegen. Fragt mich aber nicht, wo. Ich glaube, ich hatte den sogar dreimal und ich, Idiot, habe den einmal hergeschenkt. Aber was soll's. Ja, Entschuldigung, dass ich so verkühlt bin. Das ist, glaube ich, das Wetter jetzt heute. Das ist zum Beispiel schier, weil ja ich glaube, wenn ich frei habe. Ich bin ein Idiot. Ich habe das Make-up vergessen und den Concealer. Mein Gott. Diese Videos werden immer ein Chaos. Ich habe als Make-up-Base... Oh, Alter. Ich habe als Make-up-Base das M. Asam Perfect Tint. Habe ich mir mal gekauft. Ich mag es nicht. Man muss ganz, ganz wenig nehmen, deswegen ist es auch nicht so stark benutzt. Seht ihr das? Es ist zwar schon ein bisschen was weg, aber es ist. Man darf nur ganz, ganz wenig nehmen, weil sonst krümelt das Make-up runter. Als Make-up, ich habe es doch durchgezogen, ich benutze die ganze Zeit, ich sage ja, ich benutze in letzter Zeit viel MAC-Produkte, weil ich in letzter Zeit so ein MAC-Junkie bin. Ich habe die Studio Sculpt Foundation zurzeit in Benutzung. Meine Farbe ist die NC15. Ich sehe da auch gerade, dass da schon ein Loch ist. Ich mag das Make-up sehr, sehr gern. Ich weiß nicht, ob ich es mir nochmal nachkaufen würde. Ich würde gerne ein anderes noch von MAC ausprobieren. Ich habe bis jetzt, glaube ich, nur zwei gehabt von MAC. Jo. Also ich würde, glaube ich, noch eins ausprobieren. Dann habe ich noch zwei Concealer. Und zwar habe ich einmal den Essence Get Picture Ready. Der ist schon fast leer.
Fast. Also es kommt noch immer was raus, aber er wird bald leer werden. Schaut auch nicht mehr so fancy aus, aber egal. Den benutze ich, um Pickel abzudecken, weil ich den unter die Augen einfach nicht mag. Wirklich nicht mag. Für die Augenpartie nehme ich zurzeit den. Eigentlich ist das ja viel zu trocken, das Produkt, um das unter die Augen zu verwenden, aber ich finde, das geht. Es geht. Ich will ihn auch ehrlich gesagt aufbrauchen, deswegen benutze ich ihn zurzeit unter die Augen. Das ist der Studio Finish Concealer. Ich finde ihn nicht schlecht, aber es ist, da ist eine riesen Kuhle drin. Ich finde ihn wirklich nicht schlecht, aber ich finde ihn besser, wenn man damit Pickel abdeckt. Da habe ich zurzeit aber den von Essence, weil ich den zuerst leer machen will. So, zwei letzte, aber wirklich. Das ist ein Fixierpuder. Ich mag das irgendwie gar nicht, aber ich will versuchen, es aufzubrauchen. Das ist ein Tester gewesen. Ich glaube, das ist irgendein Naturkosmetik. Ich glaube, es ist von Sante. Ich glaube, es ist ein Sante. Sante. Wie spricht man das aus? Sante? Egal. Ein Sante-Puder. Dann habe ich noch als Fixierpuder das Catrice, was sicher bald leer gehen wird. Ich liebe das so. Ich will gar nicht, dass es leer geht. Ich kann es jetzt nicht aufmachen. Ihr seht, es ist nur noch am Rand was vorhanden. Ich will das gar nicht aufbrauchen, weil das ist wirklich mein Lieblingspuder. Ist auch mein letztes Backup. Ja, ich habe aber eh noch so viele Essence-Puder, habe ich gesehen. Ich habe vorher erst nachgeschaut, welches ich dann als nächster verwende. Ja. Das war's jetzt eigentlich mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Sorry, dass der Fehler mir passiert ist mit dem, dass ich das Make-up vergiss. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr zurzeit nicht aus der Hand legen könnt, wo ihr einfach das gerne benutzt, so wie bei mir bei dem Highlighter. Oder bei dem Blush, bei dem ist es auch so, bei dem Dame. Obwohl es immer ein bisschen braucht, bis ich es schichten kann, aber jetzt habe ich Schluck auf schon wieder. Das mag ich auch total gern. So, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!